Und wieder hallo. Heute möchte ich euch den Klipschgig und den Anchor Premium im Vergleich zeigen. Der Anchor hat ein Bass-Max-System integriert, was dafür sorgt, dass eben bei relativ geringen Lautstärken, die auf dem Lautsprecher eingestellt werden, der Bass besonders hervorgehoben wird. Das möchte ich hiermit mal ein wenig aushebeln, indem ich den Anchor auf volle Lautstärke stelle und den Klipschgig. Beim Klipschgig gibt es sowas nicht. Und das wird so die erste Hälfte, werde ich in etwas mehr als Zimmerlautstärke so in diesem Setting spielen und zwischen den Lautsprechern hin und her schalten. Und dann ab der zweiten Hälfte des Liedes werde ich den Anchor auf Stufe 16 pegeln und den Klipschgig entsprechend auch etwas nach unten. Und dann hört man schon die Unterschiede, was dieses Max-Bass-Algorithmus, was der aus dem Klang macht, den man dann bei etwas niedrigen Lautstärken dann wirklich hört. Viel Spaß! Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat euch etwas Spaß gemacht. Freue mich auf das nächste Mal, wenn ihr dabei seid, wenn es wieder darum geht, ein Review oder einen Vergleich von mir zu sehen. Bis dahin, tschüss und bye bye.